meine Lieben, und ach, ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Scheiße. Ich glaube, ich schmecke Blut. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute meine Fitnessroutine. Als kleinen Disclaimer vorher, natürlich ist das jetzt nicht so das, was ich jeden Tag, um Gottes Willen, nicht jeden Tag mache, sondern eher so, was ich halt vielleicht zweimal die Woche mache. Eigentlich ist nämlich mein richtiger Sport Tennis und ich dachte, es macht halt nicht so viel Sinn, euch jetzt zu zeigen, wie ich Tennis spiele, weil das wahrscheinlich den allermeisten von euch überhaupt nichts bringt. Auf jeden Fall gibt es heute nicht nur von mir ein Video zu dem Thema, sondern auch von Laura vom Kanal Lauren Coco XO. Laura und ich haben ja schon vor ein paar Wochen zusammen ein Video gedreht und das ist mega gut bei euch angekommen, deswegen machen wir jetzt heute nochmal was zusammen. Auf Lauras Kanal werdet ihr heute 10 Ernährungs- und Workout-Hacks finden. In ihrem Video wird es so ein bisschen um Motivationstipps gehen, weil das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, wenn man wirklich dranbleiben möchte. Und sie hat mir erzählt, sie zeigt eine Alternative, eine gesunde Alternative zu Schokoeis. Worauf ich sehr, sehr, sehr gespannt bin, weil wenn das schmeckt, dann ist das einiges wert. Ich glaube, das Intro ist jetzt lang genug. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Video und dann erzähle ich euch am Ende noch so ein paar Sachen, die mir am Herzen liegen. Erst einmal viel Spaß! Okay, fangen wir mal an mit dem, was man so beim Sport tragen kann. Ich finde, da ist es besonders wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass einem die Kleidung genug Bewegungsfreiheit gibt. Also ich trage zum Beispiel ganz gerne enge Hosen, die aber sehr stretchig sind und die einen weiten Bund haben, weil dann nichts einschneidet. Und außerdem auch noch so relativ locker sitzende Oberteile, wie zum Beispiel dieses hier. Total wichtig, vergesst das nicht, tragt auf jeden Fall einen Sport-BH beim Sport. Der stützt einfach viel besser und dann wird nichts hängen. Und auch die Schuhe sollten natürlich von guter Qualität sein und ich linke euch sehr, sehr gerne das Modell, das ich gerade trage, in die Infobox. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem eigentlichen Training. Und zwar benutze ich in letzter Zeit total gerne eine super coole App, die heißt Pump Up. Und die ist praktisch wie ein Personal Trainer. Also ich gebe da einfach ein, worauf ich gerade Lust habe, was ich trainieren möchte. Das ist heute so eher der Oberkörperbereich. Und dann zeigt mir die App einfach, was ich machen kann. Und das war dann heute mein Training. Ich habe erstmal mit so Seilchenspringen zum Warmwerden angefangen. Und dann habe ich sogenannte Planks gemacht. Front Plank besser gesagt. Das stärkt total so die Rumpfmuskulatur. Knieliegestützen oder auch Frauenliegestützen, wenn ihr die normalen halt nicht hinbekommt und so schlapp im Oberkörper seid wie ich. Und dann Frog Crunches. Die kannte ich zum Beispiel gar nicht. So eine kleine Abwandlung zu normalen Crunches, das ist halt auch so das Coole an der App, dass sie einem immer wieder so neue Inspirationen für Übungen gibt. Und als letztes habe ich noch die Shoulder Press gemacht, da auch wieder so 3 Durchgänge, 12 bis 15 Mal. Ich dehne mich nach so einem Training immer sehr, sehr gerne und auch so ausgiebig, irgendwie entspannt mich das immer und ich mache es total gerne und lasse mir da auch gern Zeit für. Und dann zeige ich euch jetzt ein Rezept für einen Bananensmoothie, der sich super für nach dem Sport eignet. Für eine Portion habe ich jetzt eine Banane genommen, 2 Esslöffel Haferflocken, außerdem 200 ml Mandelmilch und einen Teelöffel Honig. Wobei ihr die Milch natürlich mit irgendeiner anderen Flüssigkeit ersetzen könnt und den Honig mit Zucker. Und das kam alles in meinen Lieblingsmixer. Auch den verlinke ich euch sehr, sehr gerne in die Infobox, weil der echt einfach nur genial ist. Der kriegt einfach alles klein, sogar Eiswürfel. Und ich habe so 2 Lieblingsmixer, die ich gerne benutze. Also die lasse ich euch sehr gerne in der Infobox. Und sowas stärkt einen einfach total nach dem Training. Noch ein cooler Punkt an der App, die ich euch gerade vorgestellt habe, ist zum Beispiel kann man da, wie praktisch auf Instagram, einfach Fotos, die einen inspirieren machen, von Lebensmitteln oder von seinem Workout oder so. Und man kann die Fotos von anderen Menschen da sozusagen stalken und das motiviert einen einfach unheimlich. Und ich habe da seit einigen Wochen auch einen Account, also falls ihr Lust habt, mir da zu folgen, ich heiße DeBarbara und ich lasse euch auch dazu einen Link in die Infobox. Und das Beste ist, die App kostet gar nichts. Heute habe ich euch zwar gezeigt, wie ich zu Hause trainiere, aber ich bin auch im Fitnessstudio angemeldet. Und wenn man dahin gehen möchte, sollte man natürlich seine Tasche packen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was da bei mir immer reinkommt. Und zwar natürlich frische Kleidung, weil ich immer im Fitnessstudio dusche, weil ich das einfach sehr viel angenehmer finde. Und dann nehme ich noch mein Seilchen mit, meinen MP3-Player und außerdem mein Handy.
Und falls es mal tatsächlich dazu kommen sollte, dass ich joggen gehe, was nicht so häufig vorkommt, dann mache ich das natürlich am liebsten draußen und nicht auf dem Laufband. Am liebsten eigentlich im Sommer, wenn das Wetter halt schöner ist. Aber da kann ich euch nur den Tipp geben, nehmt auf jeden Fall Musik mit. Das pusht einfach so unglaublich. Schnelle Musik, die einfach total viel Energie hat und so. Und ich nehme halt immer meinen MP3-Player statt mein Handy mit, weil der super schön klein ist und so diesen kleinen Clip hat. Und er wiegt praktisch nichts. Und ja, auch den linke ich euch gerne in der Infobox. Okay, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und es waren vielleicht so ein, zwei Tipps dabei, die ihr irgendwie versuchen wollt nachzumachen oder die vielleicht irgendwas gebracht haben. Auf jeden Fall wollte ich am Ende von diesem Video ganz, ganz stark betonen, dass es echt nicht darum geht, so diesem Fitness-Hype sozusagen total zu erliegen und keine Ahnung, nur noch Obst und Gemüse zu essen und 5 Stunden am Tag Sport zu machen. Das ist echt überhaupt nicht das, was ich an euch rantragen möchte, sondern es geht eigentlich eher darum, einfach für sich irgend so eine goldene Mitte zu finden, um sich halt wirklich wohl in seinem Körper zu fühlen, um auch gesund zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Und das, was ich euch gezeigt habe, ist halt echt nur so ein kleiner Ausschnitt von den Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Also es muss auf jeden Fall nicht das sein, was ich euch in diesem Video gezeigt habe. Das ist halt nur das, was sich anbietet, ohne einen Verein und so. Und ja, schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr für eine Sportart macht. Das würde mich sehr interessieren. Und ich lasse euch am Ende, wie versprochen, oh, ich bin an den Schrank geknallt mit dem Stuhl. Ich lasse euch am Ende, wie versprochen, das Video von Laura hier. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie ist so eine liebe Freundin mittlerweile geworden und wir schicken uns am Tag mindestens 10 Sprachnachrichten. Deswegen, ja, ich war sehr froh, dass wir wieder zusammen dieses Video machen konnten. Und wenn ihr halt mehr Motivationstipps und so haben wollt, dann klickt auf diesen Kasten oder unten in die Infobox, da ist auch der Link. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Mittwoch oder Donnerstag mit einem neuen Video wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.